Ja, es gibt einen Termin und das ist eine gute Nachricht, denn dahinter steckt ein klares Signal der drei Kandidaten, dass sie zu einem fairen Wettbewerb zurückkehren, dass wir auch die letzte Strecke jetzt in einem guten Umgang miteinander gehen werden. Präsenzparteitag wird davon abhängen, wie sich die Covid-Situation weiterentwickelt. Und Digitalparteitag mit Wahl hängt davon ab, ob wir die Rechtssicherheit hinbekommen. Und da gibt es ermutigende Signale von Wolfgang Schäuble, dem Bundestagspräsident, aber eben auch von Vertretern von SPD, FDP und Grünen, sodass ich noch einmal zuversichtlicher bin, dass wir hier eine rechtssichere Lösung finden werden. Die Resonanz innerhalb der Partei, aber auch außerhalb der Partei über die Debatte vom letzten Wochenende, sozusagen alle auch zu einem Einsehen gebracht hat, denn diese Resonanz hat sehr deutlich gemacht, dass diese Debatte den drei Kandidaten schadet, aber auch der CDU insgesamt.